Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im Land Brandenburg arbeiten 18 Frauen an 27 Schulen als Schulgesundheitsfachkräfte. Sie leisten eine sehr engagierte Arbeit. Bei den Kindern, Eltern und Lehrkräften sind sie wohl eher als Schulkrankenschwestern bekannt. Sie kümmern sich. Sie kümmern sich um Unfälle. Sie sind Ansprechpartnerinnen, natürlich besonders für Kinder mit chronischen Erkrankungen, Depressionen, Allergien, Diabetes, Angststörungen, also Kindern mit Handicap. Aber natürlich sind sie für alle Kinder da. Die meisten von uns sind Mütter und Väter und wissen um die kleinen und großen Wehwehchen, mit denen sich Kinder herumschlagen. Das ist ja nicht nur zu Hause so, sondern eben auch im schulischen Kontext. Und wie gut ist es, wenn jemand dann da ist? Sie organisieren Projekte rund um die Gesundheitsprävention, Aufklärung, Zahngesundheit, Erste-Hilfe-Kurse. Sie beraten Lehrkräfte im Umgang mit kranken Kindern. Sie organisieren im Übrigen auch Screenings im Ü6-Verfahren. Sie kontrollieren in diesem Zusammenhang zum Beispiel den Impfstatus, Gewicht, Größe, Hör- und Sehtest. Dieses Angebot nutzen 98% der Eltern an der Fröbel-Grundschule in Cottbus. Sie bilden Kompetenzteams. Sie arbeiten eng mit Sozialpädagoginnen, mit den Klassenleiterinnen zusammen. Und sie entlasten aufgrund ihrer Arbeit natürlich dann auch entsprechend die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte. Sie sind Teil des multiprofessionellen Teams. Und sie netzwerken. Sie netzwerken, sie arbeiten eng mit den Gesundheitsämtern, den niedergelassenen Ärzten, Kinderpsychologen, dem Jugendamt zusammen für die Kinder. Und sie tun das im Übrigen seit 2017 mit befristeten Arbeitsverträgen, verbunden mit der steten Ungewissheit, ob es weitergeht. Sie teilen sich 14 volle Stellen, 8 Fachkräfte arbeiten in Teilzeit, 10 in Vollzeit. Im Übrigen geht das auch Schulsozialarbeiterinnen so, das wollte ich hier auch noch mal deutlich sagen. Das sind nicht unbedingt die besten Bedingungen, aber sie tun es trotzdem. Sie machen es aus Überzeugung, weil sie gebraucht werden. Von den Kindern, den Eltern und weil sie überzeugt sind, dass wir alles dafür tun müssen, dass unsere Kinder unseren Kindern ein gesundes Aufwachsen hier in Brandenburg zu ermöglichen. In der Schule erreichen wir nämlich alle Kinder und Jugendlichen. Und die Schule ist eben nicht nur ein Ort des Lehrens und Lernens, sondern ein sozialer Ort, an dem sich Kinder wohlfühlen sollen. Und das ist im Übrigen die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen und für Inklusion. Und hier leisten diese Frauen einen unverzichtbaren Beitrag. Wir waren ja als Fraktion, ja, kann man ruhig mal klatschen, ne? Wir waren ja als Fraktion im Sommer unterwegs, gemeinsam mit Ronny Kretschmer und haben uns dort einen eigenen Eindruck verschafft. Und ich weiß auch, dass hier viele Kolleginnen in diesem Kreisrund sitzen und auch einen sehr guten Kontakt zu Schulgesundheitsfachkräften haben und sich da informieren. Und dann werden Ihnen sicherlich diese Zitate auch im Ohr sein. Sie ist aus unserem Team nicht mehr wegzudenken. Besonders in Corona-Zeiten war sie eine wichtige Stütze. Mein Kind, sagt eine Mutter, hat keine Angst mehr, wenn es in die Schule gehen muss und ich mache mir auch keine Sorgen mehr. Und wenn die Kinder schon am Morgen auf sie warten, dann gibt es kein besseres Feedback. So viel dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind ja nicht nur gefühlte Tatsachen, sondern ganz im Gegenteil. Das Projekt, initiiert durch die AWO Bezirksverband Potsdam im Jahr 2009, wurde mit einer Machbarkeitsstudie untersetzt, ein Curriculum erarbeitet, gemeinsam mit Hessen und ab 2017 an den Schulen umgesetzt. Und das stets mit wissenschaftlicher Begleitung und in Auftrag gegebenen Evaluationen bzw. Gutachten. Und man war sich einig, fallen die Gutachten positiv aus, dann wird es zu einer Verstetigung kommen. Und die Evaluationen sind tatsächlich positiv ausgefallen. 4 wesentliche Ergebnisse: ein hoher Nutzen für die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Zweitens, ihre Arbeit wirkt direkt oder indirekt auf die Verbesserung der Bildungschancen aller Schülerinnen und Schüler. Drittens, nicht nur das Schulsystem profitiert, sondern auch das medizinische Versorgungssystem. Und viertens, Eltern werden entlastet, denn die werden nicht so oft aus ihrem beruflichen Kontext herausgerissen. 87% der Schülerinnen und Schüler konnten nach der Behandlung eben wieder in den Unterricht und mussten nicht nach Hause geschickt werden oder Eltern mussten von der Arbeit gerufen werden. Die Rettungseinsätze sind gesunken und 60% der Kinder achten mehr auf ihre Gesundheit und auf
gesundes Essen. Fazit: Eine dauerhafte strukturelle Verankerung mit angemessener Vergütung ist sinnvoll. Und dies fordert im Übrigen auch anlässlich des Weltkindertages eine Allianz aus 5 medizinischen Fachgesellschaften in einem Positionspapier. Sie berufen sich im Übrigen auch auf die Modellprojekte oder das Modellprojekt in Hessen und Brandenburg, unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin oder der Berufsverband Kinderkrankenpflege, sagt hier ganz klar, dieses Land oder die Bundesrepublik überhaupt braucht Schulgesundheitsfachkräfte. Im Übrigen hat sich der Landeselternrat auch ganz klar positioniert. Wir brauchen die Schulgesundheitsfachkräfte. Und die Stadtverordnetenversammlung in Cottbus hat ist gestern einstimmig einem Antrag gefolgt, dass das Land Brandenburg die Schulgesundheitsfachkräfte verstetigen soll. Tja, liebe Kollegen, nun ist es ja nicht so, dass dieses Thema kurzfristig vom Himmel fällt. Seit 2 Jahren waren die Schulgesundheitsfachkräfte 9-mal auf der Tagesordnung. Wir wissen seit langem, dass das Modellprojekt am 31.12.2021 endet und eine Entscheidung getroffen werden muss. Es ist 11:55 Uhr. Und während andere Bundesländer verstetigen und ausbauen, hat die Landesregierung immer wieder gezögert, geschoben und auf ein Wunder gewartet. Und ich frage mich, auf welches? Die Wiege dieses Projektes ist Brandenburg. Und was tun wir? Erstmal nichts. Haben Sie überlegt, welche Möglichkeiten der Finanzierung in Frage kämen, Frau Ministerin Nonnemacher? Was ist mit dem Koalitionsvertrag versprochenen 400 Stellen für multiprofessionelle Teams? Was ist mit den vom Bund geförderten Stellen für den öffentlichen Gesundheitsdienst? Was ist mit den Geldern des Bundes zum Aktionsprogramm Aufholen nach Corona? Hier werden großzügig mit unterschiedlichen Meilensteinen auch Schulen Gelder zur Verfügung gestellt. Die ersten Fachkräfte sind jetzt aufgefordert, zum Arbeitsamt zu gehen. Und sie müssen sich dort melden. Und wenn diese Frauen erst einmal weg sind, ist es schwierig, sie auch wieder zurückzuholen. Wir stehen also vor einer Zäsur. Wir stehen gemeinsam vor einer Zäsur und müssen uns überlegen, was tun wir jetzt? Unsere Antwort ist klar. Wir möchten diese 18 Schulgesundheitsfachkräfte sichern für die nächsten Jahre. Und wir wollen natürlich irgendwie später dieses Projekt Schritt für Schritt ausbauen. Aber die Landesregierung hat eine klare Aussage getroffen, im Haushalt ist nichts zu finden, und ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass wir mal an so einen Punkt kommen. Was sind denn 546.000 Euro für 14 VZE in einem Haushaltsvolumen von 14,6 Milliarden Euro? Ich bitte Sie dringend, dass wir gemeinsam hier die Entscheidung treffen, diese Schulgesundheitsfachkräfte im Haushalt zu sichern, dass wir für die nächsten Jahre die Schulgesundheitsfachkräfte im Land Brandenburg sichern, zumindest diese 18 Frauen als ersten Schritt. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu.